Die Unternehmen, die heute ihre Urkunde bekommen haben, das sind die tollen Beispiele, die zeigen, wie eine soziale und ökologische Transformation gelingen kann. Die Unternehmen, die heute ausgezeichnet werden, sind Pioniere und ich sage nur Chapeau. Die vielen Menschen, die da waren, haben mich inspiriert, auch die Gespräche, die 1:1 geführt wurden. Um mit den anderen fantastischen GWÖ-Unternehmen zu netzwerken, um ja, neue Impulse mitzunehmen und natürlich auch um die Unternehmen, die heute ihre Urkunde bekommen, um ja, denen zu applaudieren. Auf der Podiumsdiskussion zwei junge Frauen zu erleben, wo es auch Wahnsinn, was für eine Generation an Frauen ist da herangewachsen, das beeindruckt mich total. Ich bin heute hier, um über Verantwortungseigentum und eine neue Rechtsform für Unternehmen mit gebundenem Vermögen zu sprechen. Ich bin heute hier, weil ich auf dem Panel sitzen durfte. Das war extrem spannend, weil sehr unterschiedliche Perspektiven dabei waren. Und ich fand, es war eine richtig gute, anregende Diskussion. GWÖ in einem Satz. Das sind einfach nur zwei Wörter für mich. Das ist Zusammentun. Das gute Leben für alle. Alternativlos und absolut zukunftsfähig. Die Wirtschaft dient vorrangig dem Gemeinwohl und nicht der Vermehrung von Geldvermögen. GWÖ ist für uns gutes Tun und Geld dabei verdienen. Wir sind auf der Konferenz des guten Wirtschaftens. Ja, das ist eine Plattform, in der sich Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Zukunft denken, vernetzen, inspirieren lassen, neue Impulse mitnehmen. Die coolste Veranstaltung in Bayern, wenn es um Nachhaltigkeit und Wirtschaft geht. Warum braucht es eine Gemeinwohlökonomie? Weil es um die Wirtschaft mehr gibt, nämlich die Gesellschaft und das zusammengehört. Insofern sollten sich alle Unternehmen dort engagieren. Also du und du und du und du und ihr beide, also alle sollen das machen, weil es etwas bringt. Dann braucht es auch Lösungen und die GWÖ, finde ich, bietet eine Lösung an. Wie können wir die Gesellschaft voranbringen, wie kann das Gemeinwohl davon profitieren, wie können wir alle was Gutes tun, aber auch von unserem unternehmerischen Handeln was Gutes haben. Wir setzen uns für gesetzliche Rahmenbedingungen ein, sodass die nachhaltig agierenden Unternehmen auch einen Vorteil am Markt erzielen. Was hat mich heute inspiriert? Allein die Tatsache, dass ich hier sein konnte. Ich bin keine Unternehmerin, bin Studentin und finde es einfach toll, dass es Menschen gibt, die sich für andere alternative Wirtschaftsmodelle einsetzen. Also heute hat mich inspiriert einfach die Vielfalt von selber motivierten Unternehmerinnen und Unternehmern, die mit verschiedensten Beispielen bewiesen haben, dass man eigentlich auch gute Wirtschaft aktiv betreiben kann, dabei Spaß hat und eigentlich das gute Leben für alle im Sinn hat. Und vielen Dank, dass ihr den Weg vorgeht und es den anderen zeigt, was alles möglich ist.